Hallo und herzlich willkommen im Livestream des, weiß ich nicht, wir haben gar keinen Namen oder sowas, ne? Hallo. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum allseits beliebten Donnerstagabend 20.15 Uhr Familienprogramm. ich fange nicht mit mir an. Markus, schön, dass du da bist. Danke. Ja, schön, schön. Danke, dass ich wieder dabei sein darf. Yippie, yay. Und wir probieren jetzt, glaube ich, den Ton heute nicht aus, wollen wir den Ton ausprobieren, vorsichtshalber. Da vorne steht, dass Ton an ist. Mhm. Falls irgendjemand was dagegen hat oder zumindest was mitkriegt, dass es nicht funktioniert, der müde jetzt sprechen oder für immer schweigen. Ich lege den Controller nochmal aus der Hand. Was wollte ich denn jetzt sagen? Letzte Woche, wollen wir darüber nochmal sprechen oder wollen wir es sein lassen? Über das Spiel oder ja, unser Spiel? Also pass auf. Wir haben Ton ist an. Lukas. Lukas! Ey, Alter, Granate, Grüße an die Füße, Junge. Geil. Schön, was? Schön da zu sein, wenn auch. Ja, sauber, sauber. Lukas, schön, schön, dass du da bist, dass du dich sozusagen eingefunden hast zu uns. Ja, wir haben 3-3 gespielt, ne? Aber irgendwie haben sie vergessen, die 3 Tore zu schießen. Das ist so scheiße. Alter, Alter. Ja, der grüßt dich, er grüßt explizit nochmal auch mal, ne? Das ist alles gut, nein. Er hat Jungs geschrieben. Jungs, oh. Ja. Oh, hier, Alter. Nice. Wir wollen hoffen, dass es besser wird, ja. Es war ganz schlimm. Ja. Es war wirklich ganz, ganz fürchterlich und ich würde sagen... Ich fand auch wirklich der Urton von Thomas. Ich musste richtig schmunzeln. Ich fand's, das war unglaublich sympathisch, ne? Ey, maximal Grüße auch an dich. Cool, dass du auch mal reinguckst. Also, so, ihr hattet so das gegenseitige Verständnis, ne? Freund der Sonne. ich gucke nie wieder mit Markus. Habt ihr zusammen geguckt? Das mit Lukas, ja, du hast ja mit Lukas geguckt? Ja. Ihr habt zusammen geguckt? Ja, andersrum. Ich gucke nie wieder mit Lukas. Ey, sag mal. Also, das heißt, ihr habt geguckt und habt mich nicht mit einbezogen? Wo war ich denn da? Wo war ich denn am Sonntag? Also wenn du das nicht weißt. Aha, ihr habt es also ohne mich gemacht, ja. So läuft das hier. Maximale Grüße, minimal, Freund der Sonne. Ja, toll, schön. Dann, also wenn ihr mich nicht mit dabei haben wollt, ja, dann ist es vollkommen in Ordnung. So, der Stream endet hier. Ich komme gleich wieder alleine an. Super klasse. Ja, nee, das Spiel war einfach nur ganz, ganz, ganz schlimm und fürchterlich. Also fand ich zumindest. Ja, also es ist der 4. Spieltag. Und wir können jetzt nur hoffen, dass es einfach noch ein bisschen besser wird. Ja. Ja. Okay. Es ist alles noch am Anfang. Alles spielt sich noch ein. Und wenn wir am Ende der Saison nicht abgestiegen sind, sondern überm Strich sind, ist alles gut, oder? Thomas würde jetzt sagen, war eine Phrase, oder? Phrasel? Wie heißt das eigentlich? Phrase heißt das Gerät. Ich kann es mir immer nicht auseinanderhalten. Ist ja auch nicht so schlimm. So, was meinst du morgen? Wie ist dein Tipp? Ach, schwer einzuschätzen. Hannover hat jetzt gegen Regensburg gewonnen, die jetzt, glaube ich, einen ganz guten Lauf hatten. Vorher aber vor der Saison so ziemlich weit unten eingestürft worden sind. Ja. Und so wie ich es gelesen hatte, durch ein spätes Eigentor. Jetzt kann man das wieder ganz schwer ordnen, wo die stehen und wie. Auf jeden Fall haben die auch so ein bisschen Ladehemmung. Ja. Dann lassen wir uns mal überraschen. Aber was ist dein Tipp? Ergebnistechnisch? Was würdest du sagen? Ich bin ja bei sowas immer sehr pessimistisch. Also meinst du lieber auf eine Niederlage tippen? Ja, und dann werde ich hinterher nicht enttäuscht. Ja. Und ansonsten verdammt, kann ich aber noch sagen, ich hatte recht. Ja. Also dass ich denke, so ein ganz blödes 0-1. Ja, exakt so ein ganz starkes 2-1. Mhm. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, Alex hat das nämlich auch getippt, 2-1. Und Kerstin, die auch hier in der letzten Folge in der 259 dabei gewesen ist, sagt 3-2. Alex, schöne Grüße übrigens. Ich habe mir deine Sprachnachricht gerade schon angehört. Und das ist wirklich, also nur zu der Sprachnachricht ist ein Mittelfinger. Mega klasse. Lukas sagt 2-2. Lukas sagt 2-2. Mhm. Mal gucken.
Das nehmen wir erstmal so mit auf, würde ich sagen. Falls noch irgendjemand anders im Stream ist, einfach mal den Ergebnistipp mit reinschreiben. Und ja, wir werden im Laufe des Spiels einfach nochmal kurz nochmal reinwerfen, ob jemand noch was anderes hat. Oder? Ja. Ja. Gut, also das haben wir schon mal. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Ja, gucken wir uns die Mannschaften an. Gucken wir uns die Mannschaften mal an, Freund der Sonne. Gehen wir mal wieder auf Anstoß. Ich bin diesmal heim, ja? Das heißt, ich darf heute mal nach links. Oh, wir sind vertauscht, oder? Oh. So? Guck mal, dann musst du mit dem Kabel dran spielen. So. Haha. Ja. Ist ja bombastisch. Jetzt haben wir irgendwas mit den Controllern durcheinander geraten, würde ich mal sagen. Ist nicht schlimm. Klassisches Spiel. Guck mal, ich bin schon fertig. Meine Güte. Niki FCM, Grüße. Auch das erste Mal im Chat dabei. Würden 3-1 für den FCM. Jawohl, das wollen wir hören. So sieht das aus. Fühl dich willkommen geheißen. Fühl dich willkommen hier bei uns in der gelustigen Runde. Und wir haben jetzt... Was hast du jetzt getippt? 0-1. So ein ganz blödes. Also 0-1 ist für Hannover? Ja. Sag ich auch Pessimist. Ja, wirklich Pessimist. Das heißt also, ja. Wir haben jetzt eine Niederlage, wir haben zwei souveräne Siege und Lukas sagt 2-1. Okay, ja, gut. Alles da. Alles dabei. Ich gehe kurz mal wieder in eine Spieleinstellung. Lass mal 7 Minuten, ja, wie wir letztes Mal. Ja, letztes Mal auch, ja. Gut. Okay. Dann lassen wir das drinnen und gehen gleich direkt ins Teammanagement. Ich guck's mir mal an. Ich werde auch diesmal ganz, ganz sicher nicht artig aufstellen. Traumhaft, ey. So, jetzt, ich gucke mir das jetzt erstmal an, was Kerstin und Alex hier fabriziert haben. Da haben wir Reimann im Tor, dann haben wir Bell, Bütroff fliegt wieder raus aus der Startelf, sehe ich hier. Da packen wir Lawrence zu ein. Dann finde ich es gut, Sechelmann, Lawrence und Sechelmann, da bin ich ja immer noch so ein bisschen Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Gnacker auf rechts. Gnacker, kannst du dich erinnern, als wir zusammen geguckt haben, das Spiel davor? Ja. Gegen wen haben wir geguckt? Kiel. Kiel haben wir geguckt, ja. Also da fand ich, glaube ich, hat Gnacker auch auf rechts angefangen. Kann das sein? Oder wurde eingewechselt auf rechts? Ja, eingewechselt. Fand ich zumindest ziemlich gut. Genau. Und dann geht's weiter. Im Mittelfeld haben sie umgestellt, da fliegt Krempicki raus. Krempicki fand ich die letzten zwei Spiele ganz schwierig. Auch die dicken Chancen, die er liegen hat. Liegen gelassen. Also ganz... Ich hätte ja Riegmann noch gerne mal in der Startaufstellung gesehen. Aber ich will mich ja hier an Kerstin und Alex halten. Was haben wir da? Ach Mensch, jetzt muss ich erstmal wieder gucken. Jetzt dreimal drauf geguckt, trotzdem falsch gemacht. So, Ito auf links. Artig fällt noch raus. Borinka fliegt aus der Startelf. Artig ist noch verletzt, ne? Ja, ich denke ja. Nehmen wir Krempicki aber mit rein. Sienza, also ich orientiere mich jetzt wieder nur an der letzten Aufstellung gegen Regensburg, ja? Ja, genau. Bei Hannover. Genau. Ja, Markus hat wieder die Mannschaft einigermaßen angepasst, dass wir es haben. Schöne Grüße an EA Sports. Wird immer noch Zeit für FIFA 23. Aber naja. Gut. Und auf rechts. Mensch, ich bin immer noch nicht fertig. Ich komme immer ans Labern. Ito Quarteng Checker. Genau. Okay. Das passt. Das passt. Oh, Quarteng hat aber von den Werten her wirklich das Einzige, was er kann, ist laufen. Und das auch, also in dem Spiel, ne, das ist No Front, ne, und so. Also ist auch wirklich bloß bei FIFA ist bloß das Geradeauslaufen möglich. Ansonsten ist da Ballbehandlung ganz schlimm. Ich hoffe, da wird noch ein bisschen was auch immer, noch ein bisschen angehoben, sagen wir es mal so. Also ich fand aber diesmal, dass er jetzt bei dem Pauli-Spiel ordentlich Schwung mit reingebracht hat. Das fand ich diesmal echt positiv, ja, bei Quarteng. Ne? Ja, das stimmt. Aber ich finde zum Beispiel auch, Brünker ist kein Startelf-Spieler mehr. Ich glaube... Ja, jetzt muss man ja auch ein bisschen... Er war ja jetzt auch ein bisschen verletzt. Jetzt muss man ihm auch ein bisschen Zeit geben, ja, Spielrhythmus kriegen. Ja, jetzt hat ihm noch keiner angespielt, ja, im letzten Spiel. Ja, also jetzt kann man ja auch sagen, okay... Wer war da jetzt überhaupt wieder auf Normalform? Ja. Ich glaube, keiner so richtig.
Nee, keiner so richtig. Naja, Leon Belbel fand ich war bis jetzt wieder am konstantesten von allen, ja. Und aber Nacker auch, als er reinkam. Der hat das jetzt in der Dreierkette dann, als jetzt umgestellt hat, auch nicht schlecht gemacht, meiner Meinung nach. Ja, Lukas hat auch die ersten 15 Minuten nach der Umstellung. Und dann, das war auch wieder Müll. Ja. Hat er den Quarteng auch für Ehren Kuri auf die Position gesetzt? Ich finde, das hat dann auch das Ganze wieder so ein bisschen verpuffen lassen. Ja, ja, das stimmt. Ich sehe gerade, da ist Sebastian Ernst. Sebastian Ernst ist ein ehemaliger FCM-Spieler. Der war nicht im Kader, ist verletzt. Ja. Ansonsten haben wir noch Leo Weinkauf, der war an Duisburg ausgeliehen, mit dem wir mal die Klingen gekreuzt haben. Ja. Ja. Aber Ernst, wo ist denn der? Der war bei Fürth vorher, ne? Ja. Jo. Fürth ist aufgestiegen und er ist nach Hannover gewechselt. Denn. Aber ich glaube, das ist derselbe Trainer. Stefan Leitl. Das kann sein. Ja. Endgegner, Grüße. Jetzt auch mittlerweile, Endgegner ist mittlerweile auch schon fast jede Woche dabei, ne? Also konstanter Zuschauer. Supergeil. 3-1, ja, mega. Dann haben wir ja schon zweimal ein 3-1 jetzt mit drin. Ja, und der Innenverteidiger war gut, der eingewechselt wurde. Wer wurde denn eingewechselt? Naja, das war Nacker dann. Als Innenverteidiger. Ah, okay. Weil, mit wem haben wir denn angefangen letzte Woche? Da waren dann Wittroff und Sechelmann drin? Kakutalur? Stimmt, Kakutalur hat in der Mitte gespielt. Und Belbel und Elhan Kuri haben außen gespielt, ne? Ja. Ja. Elhan Kuri fand ich auch unterirdisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, 1-0. Also das 1-0 war meiner Meinung nach sein Fehler. Ja. 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 Okay. Naja, denn. Wollen wir? Ja, wir können. Ich möchte fast gar nicht. Darf ich gewinnen, bitte? Lässt du mich gewinnen? Das ist natürlich ein Scherz. Was? Mein Ehrgeiz. Hm. Ist da viel zu groß für mich. Scheiß doch mal auf deinen Ehrgeiz, ey. Meine Güte, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Okay, ich bin rot oben. Was muss ich denn überhaupt machen? Ich habe keine Ahnung. Rumdrehen. Was ist das? Ist das nur hin und her laufen? Ja, anscheinend. Oh, ist das ätzend. Das hätte ich jetzt. Oh. Das ist ja richtig nervig. Oh. Ich bin hingefallen. Mama, ich bin hingefallen und kann nicht alleine aufstehen. Ist das jetzt ernst gemeint? Oh, ich kann schießen. Tor geschossen. Okay. Ich glaube, das Ding hast du gewonnen. Hab über 9000 Punkte. Ich glaube, ich habe gewonnen. Mhm. Tut mir leid. Nein, das ist nicht schlimm. Okay. Ich glaube, du hast jetzt jedes Mal das Erwärmungsspiel. Ja, ich glaube. Aber letzte Woche nur durch Zufall. Ja. Da habe ich noch gedacht. Ach, guck mal, jetzt hier schön in der MDC-Arena. Da steht sogar noch mal extra für hingeschrieben. Ich muss mal noch ein bisschen leiser machen. Ich sehe ja nicht, dass wir hier einen Doppelton kriegen. Aber guck mal, ein bisschen ist doch schön, wenn wir es noch im Hintergrund haben, ne? Zumindest jetzt weiß ich, was du meinst mit Zieler. Hm. Jetzt habe ich das erst verstanden. Der spielt auch noch mal. Der hat aber zwischendurch mal bei 96 keine Rolle mehr gespielt, ne? Da sollte der mal aussondiert werden. Ich glaube, ich habe das mal in dem Podcast von Hannover, habe ich das auch mal gehört. Da haben sie das mal angesprochen. Was und ist ein Podcast von Hannover gehört? Ja, ich höre von anderen Podcasts öfters mal. Jetzt im geben wir jetzt nochmal die Aufstellung durch? Ja, also, Reimann, ja. Belbel, Lowen, Sechelmann und Gnacker. Also das ist meine Favoriteninnenverteidigung tatsächlich auch. Beyers, Conti und Müller, wobei Müller im defensiven Mittelfeld bleibt. Und dann halt vorne Ido, Quarteng und Sheka. Mhm, Beyers von Anfang an. Hm? Auch noch so ein richtiger Faktor gewesen, ne? Nee. Aber gut, ein paar Minuten immer nur gespielt, das muss man jetzt auch. Ja, ich glaube, da muss mal ein bisschen Konstanz reinkommen, ne? Muss auch. Da der ewige Ron Robert. Ron. Ja, ich kenne ihn jetzt alle nicht, ja? Ich auch nicht. Kunze, guck mal, Kunze kann ich aussprechen. Kunze kann ich richtig gut aussprechen. Wieso Schaff weiß ich nur, der kam mal auch von Frankfurt. Schaub kennt man auch. Ja. Zumindest Köln, vom Nagy, genau. Und Nielsen, auch von Fürth, das weiß ich. Ja. Mal gespielt. Und guck mal hier. Braunschweig. Ja, stimmt. Ja. Zieler hat gerade noch eine Ansage gemacht, hast du gesehen? Ja. Ja, da wollen wir noch mal kurz mal den Nationalspieler raushängen lassen. Das soll ich nicht von den Emotionen leiden. Also. Schön im Training, you never walk alone, hier nicht spielt, ey. Und bitte immer schön durchatmen. So, dann, ich höre den hannoveranischen Podcast und da war nämlich Alex jetzt gerade auch. Letzte Woche. Und deswegen war das ganz interessant. Okay. Schön erstmal einen Ballverlust. Das läuft. Wollen wir erstmal schön da weitermachen, wo wir aufgehört haben letzte Woche.
Oh, Bell, da ist er. Ach, meine Güte. Chica, komm. Oh, 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 wenn ich jetzt Kopfballmonster wäre. Das ist ja Wahnsinn. Niki, warte, ich antworte, geh gleich mal auf deine Nachricht ein. Ich bin hier gerade komplett im Stress. Vielleicht drücke ich gleich nochmal auf Pause. Nur mal gucken. Wer ist denn das jetzt hier? Condé. Ach, Mensch. Oh, oh, erstmal zurück. Okay. So, Freunde der Sonne. Sag schon mal bestimmt 20 Mal so, Freunde der Sonne. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm bei mir. Ich entschuldige mich schon mal förmlich dafür. Kann ja mal einer mal eine Strichliste machen, wie oft ich das sage. Jawohl. Schiri, faul. Habe ich jetzt die neu gesehen. Ganz, ganz hartes Faul. Hey. Meine Fresse. So, Niki. Ich bin sogar der Meinung, man sollte Bütroff neben Lowens packen, um ihn wenigstens ein bisschen Erfahrung daneben zu stellen. Ja, da scheiden sich die Geister, ja. Also viele sagen, Sechelmann und Lowens machen das eigentlich ganz gut. Und ich glaube, die beiden Jungs pushen sich auch gegenseitig so ein bisschen. Ich finde persönlich auch die beiden Jungs schon besser, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Bütroff irgendwie, weiß ich auch nicht. Irgendwie gefällt er mir nicht so. Ja, aber war auch verletzt, ja. Das muss man auch dazu sagen, ja. Also es ist schwer. Schwer zu sagen momentan. Nein. Alter Falter. Das war auch... Ach. Leute, nee. Das war auch schon wieder ein richtiges 9-Punkte-Spiel. Nee, 12 Punkte. Nee, wie war das? 6 Punkte. 6 Punkte, danke. Phrasen sind nicht so ein Ding. Nein, auf gar keinen Fall. Ist auch gar nicht so schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, ey, sag mal, ich sag's glaube ich jedes Mal. Du stehst sowas von dicht hinten. Ach, Müller. Jetzt kein Mist machen hier. Ey, was ist denn das für ein schlechter? Oh nee! Ey, nee, nicht der. Eieiei. Komm, jetzt Konter. Ito, komm, lauf, Junge. Abseits, ne? Ich glaube, es war abseits. Oh, verdammt, ich noch einer. Franzi, Grüße! Moin, von der Fanbase Matze und Franzi. Ach ja, Mensch, gucke. Ha, ha, ha. Von der Fanbase Matze und Franzi. Uiuiui. Jetzt aber, Leute. Ja, da ist das 1-0. Hat nichts zu heißen. Letzte Woche habe ich 2-0 vorne gelegen, ja. Und dann innerhalb von kürzester Zeit, in kürzester Zeit, hast du ausgeglichen, oder? Nee, ja, so nee. Kurz, glaube ich, war es nicht. Nee, es war, glaube ich, Anfang zweiter Halbzeit, ne? Okay, sehr gut. Ich konzentriere mich. Heute zählt alles auf Sieg. Franzi, kannst du ja mal auch mal reinschreiben, was dein Ergebnistipp für Magdeburg oder für Hannover? Ach nee, verzogen, wie ein verzogenes Kind. Diesmal ein Torschuss, ey. Mann, wenn die sowas mal im echten das war, ich glaube, das war ein Lob an uns, dass wir jetzt nicht ganz so schlecht spielen. Das finde ich schon mal sehr gut. Okay, dann weiter Daumen drücken, Leute. Kein Foul. Jawohl, da stellt er seinen Körper rein. Andreas Müller. Das ist Andreas Müller, der hat Körper. Ja. Zumindest denkt er sich das. Schade, hat er gerochen, ja, dem Braten. Ey. Der Bayers geht da so runter, oder was? Klar, was denkst du denn? Der Spieler wechselt nochmal. Schön. Ja, wenn... Du musst das, danke FIFA. Ey, hallo? Oh. Ich
kriege ich. Kein Pass. Hier kommt kein Pass an. Oh nee. Oh. Hallo. Jetzt wird hier die feine Klinge. Ja. Alter. Markus, ich sag's dir. Heute ist soweit. Wer war denn das? Bayers. Mensch. Danke, das Lukas, dass du zuguckst übrigens, ja. Lukas, du kannst jetzt jede Woche zugucken, bitte. Geil, da ist das 2-0, Leute. Gefällt mir. Wollen wir uns das nochmal angucken? Schön ausgespielt. Bitte nochmal, unbedingt. Was ist denn mit dir? Ja, Mann, das ist... Warum bist du denn so? Okay, da waren nur noch ein einziges Mal. Oh, stark. Nationaltorhüter, sag ich dazu. Ist nicht schlimm. Gewesen. Ja, Entschuldigung, gewesen. Wie gesagt, du hast letzte Woche auch 2-0 geführt, ja? Nee, du. Ich, sag ich doch. Und es stand dann zum Schluss 3-3. Nur mal so. Also das ist noch nicht... Oh, was ist das denn? Ey. Jawohl. Boah, das ist schon wieder Bayers gewesen, ey. Oh. Haben Druck, Leute. Oh, schön, Andi. Oh. Ey, Andi Müller hat wieder weggeblockt, hat's, ey. Die sind heiß alle. Die sind alle sowas von heiß. Heiß wie Frittenfett. Das war schlecht. Das war richtig. Nee. Oh, verdammt, ey. Das habe ich jetzt vermasselt, ey. Denk mal, so ein 2-1 für den Club ist drin. So sieht das nämlich aus. Es steht schon 2-1. Also dann darf tatsächlich jetzt nichts mehr passieren, ne? Aber wir sind in der 35. Minute. Und ich habe mir gerade selber in René Wurschtelt. Der war nicht ganz so schlecht. Okay. Schönes Ding. Komm, Conti. Ach! Oh, Alter. Das sah jetzt aber komisch aus, oder? Hab ich das nur so gesehen, oder? Hast du es auch gesehen? Ich habe mich gerade auf den Radar konzentriert. Ach so. Der war draußen. Okay. Warum spiele ich den auch hoch auf Ito, ja? Das war jetzt auch nicht so... Oh, starke Grätsche, ey. Ja, der hat nur Beine. Der hat ja nur Beine. Beine und Oberkörper. 2,5 Meter, glaube ich, ne? Ich glaube, ich sag's jedes... Alter, wo wirft der den denn hin? Ach, wo passt der den denn hin? Jawoll, Kunde. Genau in die Beine. Oh, hätte ich mal selber geschossen. Und Eigennützigkeit und so. Oh, verdammt. Ah, das war nicht so schlecht. Oh nein. Oh. Was war denn jetzt? Ich weiß nicht mehr. Ich bin auf die Pause-Taste. Komm, schießen. Oh, ja. Oh, war abseits? Was denn jetzt? War abseits? Tatsächlich war abseits. Oh, das war. Markus. Du wolltest wechseln, oder? Ich wollte dich bloß irritieren, weißt du? Ja, das hat sie geschafft. Oh, ich hab schon mal richtig Stress, mir so warm schon, oder? Unzufrieden mit mir. Du bist unzufrieden mit dir? Ja. Mit deiner Leistung? Wir können es gleich nochmal wieder mal in den Statistiken uns angucken. Unsere allseits Beliebten. Erinnere mich mal bitte dran, dass ich diese Schlussstatistik einmal fotografiere. Mhm. Vergisst du das nicht? Ja. Ich bin ja überall unterlegen. Du bist überall unterlegen. Achso, tatsächlich. Ich habe gar nicht drauf geguckt. Ja, Entschuldigung. Ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen. Soll ich dich gewinnen lassen? Bist du dann besser drauf? Nein. Nee? Weiß dann weiß. Achso. Außerdem ist das hier realistisch. Ja? Ja. Achso, Realismus und sowas. Das stimmt. Okay.
Nochmal an den Chat auch, sollten wir das vergessen, ich muss diese Schlussaufstellung einmal fotografieren, bitte. Also erinnert mich dran. Danke schon mal dafür. Okay, willst du was ändern? Ja. Ach so. Dann tust du. Sauber. W, Grüße! Jetzt streng dich mal an. Ey, für 2-1, was ist denn los mit dir? Verstehe ich nicht. Das ist ja wohl ein Ding. Bis morgen, W übrigens. PS. Frage an die Leute im Chat. Soll ich was an der Aufstellung ändern? Ja, nein? Oder wollen wir das so lassen? Wie erste Halbzeit und erst im Laufe des Spiels wechseln. Falls einer eine gute Idee hat, gerne einfach reinschreiben. Ich warte so lange, bis Markus fertig ist und dann... Fertig. Ach so. Ja. Okay. Dann würde ich jetzt einfach erstmal weitermachen. Markus, machen einfach erstmal weiter, oder? Ja, du führst, warum solltest du zur Halbzeit wechseln? Das stimmt. Schon Ball mitnimmt. Oh. Alex interagiert erstmal gleich mal mit dem ganzen Chat hier. Ja, sauber. Eine Fehlpassquote, glaube ich. Oh. Vielleicht ein bisschen zu spät. Nee, den wollte ich nicht. Hey. Oh, schön. Das ist ein Chica, ja? Mhm. Oh nein, da kommt er schon wieder. Ey, sag mal. Komm schon. Oh, Schiri, Elfer. Habe ich ganz genau gesehen. Einfach so. Niki, würdest du lassen? Erst ab 65. Achso, Tietzimmer. Ja, ich verstehe. Hertel war das auch seine Regel. Ja, aber nee, bei Hertel war das... Ja, stimmt, bei Hertel war das auch so, ja. Mhm. Ach, das war kein... Das war nicht gut. Jetzt müssen wir mal aufpassen hier, dass wir nicht mal schnell mal... Ey, schon wieder ein Fehlpass. Ey, ist jetzt unglaublich. Ey, Jungs. Okay, Checker, komm. Du komm. Ey, schon wieder ein Fehlpass. Ich hab. Oh Mann! Andi, komm drauf. Nee, nach außen! Oh, sauer. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nee, der Pass war kacke. Ja, für mich sehr gut. Ja, schön für dich. Ja, schön. Für mich auch. Mensch. Ito gewinnt da den. Oh! Ey, das war auch schon mal die Grätsche aus der Hölle. Also Grätschen kann er, der Lawrence. Muss ich mal so sagen. Hat dann den hier nicht gehabt? Ich weiß es nicht. Oh. Hat er weggeguckt, der Reimann. Richtig weggeguckt. Erstmal raus. Erstmal raus damit. Lang und weit. In Sicherheit. Check. Oh, herzlichen Glückwunsch, ey. Ey. Oh, was war denn das? Oh, was war denn das, ey? Nein. Ey, rausklären. So, jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen konzentrieren hier, würde ich mal sagen. Das ist ja ganz. Das war geklärt. Geklärt, Markus. Sehr schön. Sehr gut. Was ist denn das? Ich weiß es nicht. Hui. Ist hübsch. Oh. Das habe ich hab gedacht, du spielst es anders. Wollte ich auch. Kein Foul. Oh, lass doch den Vorschlag laufen. Was? Was denn jetzt? Was?
Was denn? Finde ich auch, das war richtig. Das war absolut richtig, kann Leute. Kann man noch gelb geben? Da kann man aber sowas von gelb geben. Für dich. Ey. Oh, herrlich. Oh, der war ja. Nein, ach, das war meiner. Ach, ich. Och, Quarteng, ey, da wär's doch fast gewesen. Warum? Oh, der hat sich gerade. Ich weiß es nicht. Der hat sich gerade die Beine gebrochen, glaube ich. Och, nee. Da wär's gewesen, ey. Das ist 3-1, Leute. Das ist ja der Massentipp, das 3-1. Ey, komm, nein, da. Und wieder zu kurz. Und genau. Verdammt! Stecken durch! Nein, 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 nein! Was ist das? Nein! Wo will er denn hin? Mann! Ey! W, ja, wir können morgen Rocket League streamen. Das können wir sehr gerne machen. Jetzt hat der schon wieder, jetzt hast du schon wieder ein 2-0 aufgeholt. Ach, guck mal da, wo wir denn da hin? Und dann schießt er doch den dreimal an. Oh. Mann, das nervt. Mann, das nervt. Mann, das nervt mich schon wieder, ey. Ist ja schon die, das zweite Mal hintereinander ein 2-0 versaubeutet. Ach, ey, komm. Mann, schon, komm schon, ey. Wir haben irgendwie jetzt gerade ein bisschen aufgehört zu reden, ne? Oh, wo läufst du denn hin? Ey, Amara fängt heute auch gefühlt alles ab. Ja. Yep. Torwart. Oh nein. Oh, was ist denn das für eine. Oh Mann, ey, Mitnahme. Okay. Oh, da kann man mal machen, Michael. Oh, der sollte nach unten. Der sollte unten zu Belbel. Warum spielt er den denn so kurz? Tja, das weiß ich nicht, Michael. Och, Mann, ey. Das tut weh. Boah, das tut richtig weh gerade. Das tut ja richtig weh. Och. Mann, ey. Mann, ey. Oh, geht mir das auf den Zünder jetzt hier, ey. Das ist ja wirklich. Das ist ja wirklich. Also. Kai, komm. Jetzt machen wir hier gleich einen Dreierwechsel. Oh, könnte ich mich drüber aufregen gerade. Da gucke ich. Der lange Ball, ne? Der sollte hier unten. Nee, ist egal. Ey, krieg mich nicht auf. Immer das gleiche mit unseren zwei Gegentoren. Ja, genau. MD-Kind, Grüße. Auch neu in dieser Runde. Rangulia habe ich eingewechselt. Den habe ich eingewechselt. Oh, das ist okay. Der meine Güte, Alter, nervt mich das jetzt richtig an. Nein, das will ich nicht. Jetzt aber genug, Markus. Hinten zur Eckfahne, weißt du, wegen Zeit spielen ein bisschen. Ja, ist klar. Oh ja, ist klar. Alle ungeordnet. Das ist, weil wir hintenrum wieder Tiki-Taka gespielt haben, deswegen war das so. Deswegen habe ich auch das Gegentor gekriegt. Nein! Jetzt aber genug. Oh Mann, ey. Kein Vorteil? Ja. Für so ein bisschen Körper. Gezogen? Nein. Och nee, warum spiele ich das so?
Jetzt ist es so offensiv, jetzt kriechen gleich. Oh nee! Warum mache ich das auch so hektisch? Warum mache ich das so? Nein! Was ist das? Mann, ey, nee, das ist. So. Was mache ich denn jetzt da? Jetzt muss ich, glaube ich, alles nach vorne werfen. Warte mal ganz kurz. Da ist jetzt Knacker. Jetzt muss ich mal ganz kurz mal das hier alles wieder ein bisschen zurecht modeln, wenn es offensiv ist. Brünker, Ido, Krimpigi, Belbel. Knacker recht. Das ist hier falsch. Ja. Okay. Gott, ich höre laute Stimmen. Hörst du das auch? Ja. Das ist ja fürchterlich. Okay. Weiter geht's. Komm schon. Komm, Ido. Eine gute Aktion nochmal. Oh nee, was ist denn das? Was ist denn das? Warum? Leg dich nochmal hin. Leg dich nochmal hin. Ist das dein Ernst jetzt oder was? Mann. Mann. Oh, ey, schon wohl. Nee, das kann nicht wahr sein. Nein. Oh. Aber ich muss sagen, ich ärgere mich trotzdem, weil es eins zu wenig vielleicht war. Weil es eins zu wenig war. Mann. Ärgert sich, weil es eins zu wenig war. Ich muss es ausspielen. Ey, ich habe auch zwei Chancen gehabt. Also eigentlich kann das Ding hier mal locker mal 4-4 ausgehen. Geht mir das auf den Zünder, ey. Leute, ich gelobe Besserung. Nächste Woche besser. Ach, nächste Woche bist du nicht da, ne? Ich spiele nächste Woche gegen den Computer am besten. Vielleicht habe ich ja dann eine Möglichkeit zu gewinnen. Vielleicht gewinnt der Club dann auch. Vielleicht gewinnt der Club ja auch. Aber du hast jetzt gewonnen, das ist also eine Niederlage von unserer Seite. Vielleicht machen sie es ja auch besser. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Schön. Ich möchte die Wiederholung nicht nochmal sehen. Unterhaltsames Spiel mal wieder. Das Ergebnis wollen wir morgen aber andersherum sehen. Ja, ganz genau so sieht es nämlich aus. Durch individuelle Fehler Gegentore kassiert. Kommt mir irgendwie bekannt vor. vielen Dank für das Feedback. Aber tatsächlich ist das so, ja. Lieber Markus. Schon wieder, ja, schön für dich. Ganz toll. Könnte ich schon wieder. Nein, hast ja verdient gewonnen. Markus, verdient gewonnen. Ich brauche die Übersicht nochmal. Mach's nicht ja, weg, bitte. Nein, mach ich. Ah, das siehst du. Ich muss jetzt hier dieses. Ich hab's ja gesagt. Ich habe ja gesagt, ich muss es fotografieren. Und, Aber ich hatte zur Halbzeit 0,8 erwartete Tore. Jetzt dann am Ende des Spiels 4,9. Ja, das ist, also, es ist eine starke Steigerung. Ja. Das ist gut gespielt auf jeden Fall. Ja. Aber ja, wie immer, du hattest mehr Ballbesitz und mehr Pässe. Ja, klasse. Hat mir aber mal wieder nicht geholfen, wa? Nee. Also, Freistoß. Wo ich immer noch gerne wissen würde, wofür der eine Freistoß war. Also, gibt es das denn vielleicht in der Wiederholung? Willst du es nochmal nicht? Willst du es nochmal gucken? Dann dieser Popel-Freistoß. Spielhöhepunkte. Warte, vielleicht ist das ja irgendwo. Ach, Tor? Nee, ist wirklich nicht drin. Fehlschuss ja. Tor. Wie ich daneben geschossen habe, will ich mir nicht nochmal angucken. Nee. Ach, ey. Ganz, ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. Okay, Leute. Was soll ich sagen? Schön, dass ihr da gewesen seid. Es war wieder mal ein sehr unterhaltsames Spiel. Gebt gerne ein bisschen Feedback. Ich mache jetzt das, was ich immer so die ganze Zeit eigentlich parallel immer schon sage. Gebt Feedback, gerne auch mal eure Meinung. Also auch wenn irgendwas vielleicht nicht gefallen hat, immer gerne mit ran. Das ist gar kein Problem. Wir sind sozusagen für jegliche Kritik offen. Hauptsache, sie ist positiv. Und nicht? Nicht? Doch. Ansonsten, das Video zu diesem Spiel stelle ich noch bei YouTube rein. Das könnt ihr euch gerne auch nochmal angucken.
Ansonsten folgt dem Kanal, folgt YouTube. Mittlerweile gibt es mich auch Twitter. Jetzt 2 Wochen ziemlich aktiv. Das will ich auch noch ein bisschen beibehalten. Und ja, auf dieser Ebene der Spiele, ich weiß gar nicht, warum der immer so lacht, keine Ahnung. Ich muss gerade so an Michael International denken. Oh Mann, mega. Aber ansonsten werden wir, glaube ich, noch im Verlauf dieser Saison noch ein paar interessante Sachen zu sehen bekommen. Also bleibt hier dran, folgt immer fleißig und dann, ja, danke Markus, dass du da gewesen bist. Ja, kein Problem, danke. Dass ich und komme wieder. Ja, also, leider nächste Woche ohne dich. Was wir dann machen, gucken wir mal. Und dann, ja, sehen wir uns nächste Woche. Ach so, was wichtig ist, nächste Woche werde ich aber auch nochmal überall reinstellen, ist nicht am Donnerstag, sondern am Mittwoch, weil Donnerstag und Freitag machen wir Vorbereitung, weil meine Tochter eingeschult wird. Das ist ziemlich wichtig und deswegen machen wir es Mittwoch vor dem Podcast. Aber du bist ja, wie gesagt, nicht dabei. Oder kannst du Mittwoch trotzdem? Kannst du Mittwoch? Nee, kann er trotzdem nicht. Schade eigentlich. Okay, in dem Sinne, gehabt euch wohl. Es war sehr schön und wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Wir schlugen rum. Wir schlugen wie? Wir schlugen die Dynamo aus Berlin. Super klasse. Ciao.